Oh oh. Oh oh. Oh oh, es ist Nacht und das ist gefährlich. Wie man merkt. Egal, wir bleiben jetzt hier unten, dann kommt schon keiner. So, hier müssten wir genau das gleiche erstmal machen vom Prinzip her. Das heißt, hier unten kommt einfach Quarz rein. Ups, habe ich noch was? Habe ich noch. Zack, 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 zack. Und hier eins, okay, eins, zwei, drei. Ich glaube, sechs brauche ich dann noch davon. So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, ja. Okay, dann machen wir uns nochmal kurz sechs Quarzpillars. So, sechs Quarzpillars und das hier mache ich mal kurz so und da müssen wir noch Sachen wegpacken. So, euch brauche ich gerade nicht und das Holz brauche ich gerade auch nicht mehr, zumindest die Stairs nicht. So, da haben wir wenigstens wieder Platz. Und dann packe ich hier nochmal kurz die Pillars hin. So und so. Dann haben wir jetzt hier natürlich einen Viererweg. Und hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5 als Weg, weil der hier wirklich mit einem Ausgang verbunden ist. Hier müsste man dann schauen, ob wir das hier verbinden mit einem Raum oder ob wir dann hier irgendwie noch das anders machen. So, auf jeden Fall muss das Nether-Portal hier natürlich noch eingebaut werden. Da könnte man auch wieder Pillars nehmen, in denen das eingebaut ist. Wir könnten hier noch Stairs nehmen, um was Schönes zu machen. Habe ich denn überhaupt noch irgendwas davon? Nee, habe ich nicht. Und wir müssen den Raum nach rechts und links erweitern, auf jeden Fall. Also das hier, das wird nicht so bleiben. Das wird hier auf jeden Fall noch breiter werden. Da oben hängt immer noch das Holz drin, ne? Kriege ich das so raus? Jawohl. Autsch. Okay, jetzt muss ich erstmal was essen. Und dann gucken wir mal. So, das passt. Hau ich nochmal eine Fackel hin. Ja, das muss ich mir nochmal überlegen, wie wir das hier schön machen könnten. Ich würde hier außen jetzt erstmal mir nochmal aus dem Quarz so ein paar hier 8 Stück machen. Ich glaube, das müsste reichen. Einfach, dass wir das Portal jetzt hier rechts und links mal so ein bisschen 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4. So, einfach, dass wir das Portal erstmal so ein bisschen abgeschlossen hier haben. Hier unten. Ach, guck mal, wir haben doch, glaube ich, noch genau 2 Nether. Hier. Nee, Nether Bricks haben wir noch 12 über, da haben wir jetzt noch 10 von. Könnte man nochmal in die Breite gehen, ne? Wie viel haben wir hier? 1, 2, 3, 4, 5. Das würde genau passen, um 1 in die Breite zu gehen. Ah, komm, das muss ich euch jetzt nicht auch noch antun. Aber so haben wir schon mal den Eingang hier rein ein bisschen hübscher gemacht, glaube ich. Und das Nether Portal ist jetzt auch ein bisschen schöner hier rein gemacht. Oben könnte man jetzt auch wieder mit Stairs arbeiten und mit Slabs. Da bräuchten wir eigentlich beides für. Ich mache mir einmal kurz erstmal 4 Stairs. So. Da könnte man hier nämlich dann beispielsweise gucken, dass man zack, zack. Hier könnte man natürlich auch wieder anders arbeiten. Dass man das hier irgendwie so. Ja, könnte man auch so und dann. Ups. Das hier so ein bisschen einmauern, ne? Man sagt so, wir haben hier Stairs, damit wird es eingemauert. Und hier könnte man theoretisch auch eine Stair noch. Ne, ich würde das. Ne, das hier unten muss so bleiben. Also könnte man das da oben vielleicht ein bisschen anders machen. Ah, das muss ja, ups, muss ja auch in die Decke integriert werden. Also macht es vielleicht doch Sinn, einfach zu sagen, erstmal so zack, 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 zack. Dann könnte man hier irgendwie noch so pillarmäßig was hinstellen. Hier könnte man auch aus Dingens, aus den Nether Bricks, Nether Walls machen, die nach oben gehen. Und dann bräuchten wir hier und hier gar keine Stair. So, dann mache ich, verdammt, das muss in die Mitte und du musst auch in die Mitte. So, mit den letzten Ressourcen machen wir das nochmal eben. Da könnte man da nämlich auch wieder die Blöcke hinmachen, die ich nicht mehr habe. Doch, ich habe hier sogar noch Quarz. Ach, ist doch geil. So, ich mache mal 6 Fences draus. So. 6 Fences. So beispielsweise. Ups. Und dann bräuchte ich noch von den Bricks. So, 4 Stück und die hauen wir mal da oben dran. Mal gucken, wie das ausschaut erstmal. Einfach, dass wir hier mehr, ne, mehr Farbe reinkriegen und sowas.
Das ist ein Anfang. Und dann könnte man eben hier und hier die Dingens hinstellen. Oder wir hauen die Walls rechts und links dran. Ja, ich glaube, das ist angenehmer, wenn das so ist. Ne? Da könnte man hier eben die, da könnte man quasi auf die Höhe hier die Lanterns hängen. Und da müsste man, ups, mach ich mal so. Dann könnte man hier nebendran vielleicht die Walls hinhauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aber dann eben so, dass man hier noch durchkommt. So beispielsweise. Ich mach das nur mal kurz auf der Seite hier. So. Dann hat man da das Portal noch nebendran. Naja, das sieht auch nicht aus. Naja, das mit den Walls ist nicht so eine... Ey, wo ist die Wall hin? Wo ist die dritte Wall? Hallo? Da, wie sind die da hinten hingeflogen? So, der kommt weg. Oder mit den Walls arbeiten wir in den Wänden. Das ist die Idee. Das ist die Idee. Dass wir hier sagen, bei den Wänden... Ups. Wir arbeiten damit. Mit den Walls. Wobei wir dann natürlich theoretisch... Aber ich gucke erstmal, wie das so aussieht. Ne? So. Zack, zack. 1, 2, 3 haben wir noch. Das würde gehen. Dann müssten wir aber dafür sorgen, dass wir hier hinter einen Leerraum haben, der beleuchtet ist. Dass wir hier wirklich so ein bisschen die Walls einbauen. Und dann haben wir da auch einen schönen Übergang. Vorsicht, nicht ins Portal gehen. Ja, guck mal, das kann man so machen. Ich probiere es mal auf der Seite hier noch weiter aus. Wir haben noch einen über. Das heißt, ich müsste das wegreißen, das wegreißen, das wegreißen. Und könnte dann hier unten den Netherbrick hinstellen und hier die Wall weitermachen. So. Ja, das ist doch schon mal ein schönes Design. Haben uns, glaube ich, was Gutes rausgesucht. Und die anderen beiden haue ich mal auf die andere Seite. So. Und hier zwischen, wie gesagt, kommen dann irgendwie die Lanterns entweder hier unten hin oder hier in die Mitte. Und da könnte man hier rechts und da links so einen Feuerplatz machen, wo man dann mit Soul Sand zwei Feuer erleuchtet. Ich glaube, das ist ganz schön. So, da gucken wir aber nochmal, wenn das fertig ist. Ich packe mal alles, was ich jetzt hierfür eher brauche, oder wenn überhaupt hierfür brauche, packe ich mal hier rein. Wir müssen ja jetzt auch nicht alles mitschleppen. Den ganzen Stein hier, den bringe ich schon mal weg. Dafür haue ich hier mal eben das Holz rein. So, nee, die 15 behalte ich. Die Bones, die nehme ich auch mal mit. Und die Erde nehme ich mit. So. Die andere Erde brauche ich auch nicht mehr hier. Das Holz lasse ich mal hier, falls wir hier weiterbauen. Die Ores können mit. Andesit, Granny kann mit, Stone kann mit. So, das lasse ich hier drin, wobei wir nicht mehr viel Holz brauchen werden. Ach komm, ist egal. So, den Crafting Table, den brauche ich aber auch wieder. So, der kommt dahin. Und dann bringe ich das alles nochmal weg. Dann können wir das noch in die Kisten sortieren. Und ich glaube, dann werden wir auch langsam, aber sicher mal die Aufnahmesession hier heute beenden. Es reicht ja mittlerweile. Also, ne, wir haben ja jetzt schon ein bisschen was, ja, ne, ein bisschen was aufgenommen. So, und wieder einiges an Stein zum Traden. Ja, eigentlich habe ich noch so viel vor und die Staffel ist schon bald zu Ende. Das ist wirklich, wirklich schade. Aber gut, ne, so ist es halt. Da müssen wir durch. Ich wollte hier auch endlich nochmal mit dem Moos oder Moosteppich ein bisschen was machen. Ah, die Statue ist immer noch bisher nur an der einen Stelle weiter oxidiert. Aber immerhin, ne, die Welt wird älter, das ist schön. So, dann oben Stein. Ich habe hier gar nichts für Stein gehabt, glaube ich, ne? Ne, den ganzen Stein habe ich, glaube ich, drüben geklatscht. Gut, ich habe jetzt hier eigentlich fast gar nichts mehr als Lager. Ich bringe das mal hinten zur Dingens hin. Aber hier die Valuables, ne? Die können wir mal kurz... Ich wechsle mal kurz die Spitzhacke und dann nehme ich mir mal kurz die... Und die. Und dann machen wir uns mal ein kleines Türmchen hier. Zack, zack. Ups. Zack, zack, zack. Und dann 1, 2, 3, 4. Oh, wenn da so viele Diamanten rauskämen, ne? Das wäre mal toll.
So, und Copper kommt da rein und dann haben wir das schon mal. Die Erde, die kann ich aber hier reinpacken, genauso wie... Nee, Kobbel habe ich nicht. Nee, der Rest muss woanders rein. Ich bringe das mal hinten zur Höhle. Weil wenn wir irgendwo sinnvollerweise Steine lagern können... Nee, weißt du was? Das ist ja zum Traden, die Steine. Die Steine bringe ich hier hin und für das andere mache ich mir oben nochmal... Oben nochmal eine Kiste. So, das ist zum Traden und die ganzen Steine können wir schon mal mitnehmen zum Traden. Oder müssen wir nur noch die drei Sachen wegpacken? Und dann haben wir es gleich geschafft. So. Und hier die ganzen Netherbricks. Dafür brauche ich dann doch nochmal die Spitzhacke. Dann können wir die jetzt nämlich aus dem Ofen holen. 22 und 22. Und da müssen wir auf jeden Fall auch noch farmen gehen. Ja, die Spitzhacke ist okay. Oh Mann, ey. So viel noch zu tun. So viel gibt es noch zu tun. Hätte ich nicht gedacht. Da ist nichts, da ist nichts, da ist nichts, da ist nichts. Ich mach mal kurz. So. Wo packe ich das am sinnvollsten rein? Eigentlich bräuchten wir dafür eine neue Kiste, ne? Eigentlich wollte ich keine weiteren Kisten mehr machen. Ich habe auch gar nicht mehr so viel Holz auf Tasche. Komm, eine Kiste machen wir nochmal fürs Stein. Packe ich mal da hinten hin. Soniges Zeugs. Und so, Punkt, Punkt, Punkt. Und da kommt dann sowas hier rein. Die Knochen mache ich mal kurz zu Baumil. Weil so brauchen wir sie jetzt auch nicht. Und dann packe ich sie hier mit in die Kiste. Und ich glaube, dann haben wir es gleich geschafft. Ne? Dann haben wir ein bisschen was am Nether-Portal-Eingang gemacht. Das ist doch ganz gut. Was mich jetzt nochmal interessiert, sind wir in Spawning-Reichweite für unseren Häcksler? Falls ja, müsste hier einiges drin sein. Falls nein, eben nicht. Mal gucken. Okay. Wir sind nicht in Spawning-Reichweite, würde ich sagen, weil das ist ein bisschen wenig. Schade, schade. Da müssten wir eigentlich hier nochmal was machen. Hier nochmal ein bisschen was ausbauen, dass hier noch mehr spawnt. Aber gut, nur Pfeile haben wir erstmal genug fürs Leben. Rotten Flash hatten wir letztens verkauft. Der Gunpowder-Vorrat sieht gut aus und auch die Knochen. Ja, damit kann man weiterarbeiten. So, das heißt, eigentlich habe ich noch viel zu viel auf dem Plan für diese Staffel, aber so lange ist die Staffel nicht mehr. Da müssen wir mal schauen, wie wir es machen. Und die beiden hier, was machen wir mit euch, Herbert und Hedwig? Eigentlich kann das Schild jetzt auch wieder weg, ne? Wir wissen ja jetzt, wer ihr seid. Oder wir machen es anders. Das Heim von Herbert. Ups, Herbert. Und da Hedwig. Das Heim von Herbert und Hedwig. Ne, Hedwig? Ja. Herbert? Na, Herbert? Wie geht's dir, Herbert? 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 Hier, komm mal her. Hier, komm mal her, Herbert. Will er nicht. Na gut. Dann will er eben nicht. Und dann machen wir hier mal gleich ganz schnell Schluss. Und dann würde ich sagen, vielen Dank mal wieder für eine weitere Aufnahmesession. Und dann schauen wir mal, ja, was sich beim nächsten Mal so auftut. Ich will jetzt noch nicht zu viel versprechen, was wir genau in der nächsten Aufnahmesession machen. Das könnte dann die vorletzte Aufnahmesession der Staffel sein. Ja, ich glaube, zwei Aufnahmesessionen werden es noch werden. Und dann können wir uns schon an die, ja, an das Staffelfinale machen, was natürlich wieder als einzelne Folge aufgenommen werden wird. So, die zwei haue ich mal in den Ofen, dass wir das nicht vergessen, dass wir da noch mehr Ressourcen rauskriegen. Aber ansonsten, ne, sieht das doch eigentlich ganz gut aus. Klar, Fressen können wir noch rüberbringen, aber ich bin ganz zufrieden. Guck mal, hier haben wir noch ein Furnace. Weißt du was, den stelle ich einfach auch nochmal auf. Wo könnten wir den denn noch hinstellen? Da noch hin sieht doof aus, ne? Komm, den packe ich einfach mal dahin. Dann haue ich da mal 26 Kohle rein und dann hole ich nochmal Netherracks. Die müssen wir auf jeden Fall farmen, wenn wir da vernünftig weiterbauen wollen. Da führt kein Weg dran vorbei. So. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Dabeisein. Und wollt ihr noch was sagen? Kommt, ihr wollt doch noch, wollt ihr noch was sagen? Komm, wir lassen die beiden noch. Wir lassen die beiden noch sprechen. Ja, willst du noch was sagen? Ja. Dann erzähl mal. So ist das mit die Frauen, ne? So ist das mit die Frauen. Können nicht aufhören zu sprechen, außer so soll man was sagen. So, ne? Dann würde ich sagen, Herbert, Hedwig,
Ja, ich weiß, ich brauche zu lange. Okay, dann machen wir es kurz. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen.